Hier ist meine neue Frisur. Die steht dir super. Sie sieht toll aus. Habt ihr schon den neuen Bärenschick probiert? Der ist köstlich. Ach übrigens, wo ist eigentlich Emily? Hallo ihr Lieben. Hi Emily. Hallo Emily. Oh, bin ich zu früh? Pünktlich auf die Minute, aber ich hinke etwas hinterher. Warte kurz. Entschuldige, Bonnie, kannst du dich da drüben hinsetzen? Setz dich bitte hier hin. Tee? Ja, danke sehr. So, jetzt können deine Nägel erstmal einweichen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich gar keine mehr. Ich wünschte, ich könnte schneller frisieren und die Nägel machen. Ausgerechnet heute dürfen wir doch nicht zu spät kommen. Citronella, du bist nicht nur die Schnellste, sondern auch die Beste. Ja, das stimmt auch. Dankeschön, Dankeschön. Ich mach doch nur meine Arbeit. Und das tust du vortrefflich. Dank dir werden wir alle bei der großen Eröffnung von Herrn Raupelius Crockett Club fantastisch aussehen. Was ist das eigentlich genau, Crockett? Naja, das ist so ähnlich wie Golf, aber mit Drahttoren statt Löchern. Das macht Spaß. Das könnte der neue Look für uns sein. Es tut mir so leid. Oh, hier, lass mich. Ich hab's gleich gelacht. Tut mir leid. Okay, halt still. So, ich hab... Nein, das ist doch super. Sieht echt toll aus. Hab noch nie besser ausgesehen. Ich liebe es. Ja, ich auch. Warte, warte, warte! Ah, perfekt! Danke sehr! Der neue Salon Omad macht wie von Zauberhand Maniküre und perfekte Pediküre und stylt schneller, als man es sich je gewünscht hat. Deine Kunden werden dich lieben. Oh. Aber was denn für eine Überraschung? Das weiß ich doch auch nicht. Citronella hat mir nur gesagt, dass wir alle zur Wiedereröffnung ihres Schönheitssalons kommen sollen. Wiedereröffnung? Was meint sie damit? Einem neuen Salon. Hier seid ihr schneller wieder raus, als ihr Hallo und Tschüss sagen könnt. Wow! Was ist das? Das ist der absolut neue Salon Omad. Macht wie von Zauberhand Maniküre und perfekte Pediküre und stylt schneller, als man es sich je gewünscht hat. Also, wer will zuerst? Weißt du, ich denke... klar, ich werde es versuchen. Okay, also, setz dich dahin. Genau so. Und was soll ich jetzt tun? Na gar nichts. Der Salon Omad macht alles ganz allein. Willkommen im Salon Omad. Bist du bereit? Eine neue Frisur im Nu für ein neues Du. Das ist der absolute Wahnsinn. Genauso wie du es machst. Dankeschön. Oh, diese neue Erfindung ist großartig. Wo hast du sie her? Dort habe ich sie bestellt. Wer ist die Nächste? Oh, ich bin zuerst. Unglaublich. Sogar die Sirupspritzer sehen gleich aus. Wirklich erstaunlich. Sie sind alle identisch. Ja, dank des neuen Wunderwaffeleisens, der schnelle Freund des Kochs. Wow, wo hast du das denn her? Hab ich da bestellt, wo der Salon Omad herkommt. Ratet mal, was ich jetzt gerade tue. Hallo, hi, Bonnie. Hi. Was du jetzt gerade tust? Stehen? Mit deinen überaus talentierten Freundinnen etwas Zeit verbringen? Eine Waffel essen? Ich nehme eine. Ja, ich mache das alles. Und gleichzeitig reinige ich meine Buchhandlung. Du meinst, dann heute Nachmittag? Nein, genau jetzt!
automatischer Putzomat macht sauber, während ich weg bin. So ist mein Laden blitzblank und ich muss nichts tun. Und ich habe genügend Zeit, meine Buchkritiken zu schreiben. Kann ich ihn mir mal ausleihen? Jederzeit. Entschuldigt mich kurz. Hallo? Hi, Zitronella. Oh, wir sind gerade alle bei Bonnie und bestaunen ihren neuen Putzomat. Hey, braucht vielleicht jemand, naja, ein Haarschnitt, Maniküre, irgendwas? Haarschnitt? Maniküre? Hallo, Zitronella. Nein, alles bestens. Nein. Nein, wir brauchen nichts. Okay, also dann bis später. Wir sehen uns. Neue Frisur oder Maniküre? Oh nein, ich wollte nur mal sehen, ob du deine Freizeit genießt. Weißt du, es ist schon ganz nett, aber irgendwie ist mir langweilig, weil ich hier nichts zu tun habe. Ich möchte so gern nützlich sein. Kann ich dir vielleicht im Café helfen oder so? Aber gern. Aber können Sie uns nicht doch Gesellschaft leisten? Nur zum Mittagessen. Wir alle vermissen Sie ganz bärig doll. Oh, vielen Dank, Fräulein Erdbeer. Aber jede Minute, die ich mich nicht um den Rasen kümmere, wird sich auch die große Eröffnung weiter verschieben. Oh. Der riecht ja lecker. Was hätten wir nur ohne dich gemacht? Dankeschön, Zitronella. Du bist unsere Heldin. Zeitschrift? Oh. Wie kommt die denn hierher? Wie ist was wohin gekommen? Wir wollten doch nur, dass du nicht weggehst. Oh, aber es ist immens wichtig, dass der Rasen eben ist. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir alle zusammen sind und wir miteinander Spaß haben? Eine gemütliche Bootsfahrt. Oh, und ein schönes Picknick. Ich bin mir sicher, das würde Zitronella viel bedeuten. Tja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich möchte Zitronella nicht enttäuschen, aber mein Rasen... Ach, Herr Raupelius, wir wollen Sie zurück. Sie sind uns doch tausendmal wichtiger als dieser Rasen hier. Bin ich das? Aber natürlich. Wissen Sie das denn gar nicht? Oh, können Sie mich kurz entschuldigen? Ich muss ganz schnell jemandem was sagen. Ich bin also tausendmal wichtiger als du. Wisst ihr, ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr euch so bemüht. Hallo, Bonnie. Und? Wachsen deine Pflanzen schön? Diese Blumen hier wachsen so schnell, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe die Samen erst heute Morgen gesät und schon treiben sie aus. Wow, das ist wirklich schnell. Magische Gänseblümchen von einem bitzig kleinen Samen zu einer voll ausgewachsenen Blume in nur wenigen Tagen. Was denkst du, wie groß sie werden? Ich nehme an, ungefähr so groß wie mein Laden. Fast hätte ich's vergessen. Das Kochbuch, das du wolltest, ist angekommen. Das ist klasse! So, hier ist es. Das Meister-Muffin-Backbuch. Große Rezepte für kleine Bäcker. Oh, danke schön, Bonnie. Wäre ich gern geschehen. Da drin ist ein Rezept für Maismuffins, das ich sofort versuchen will. Ich habe gehört, dass es wirklich gut ist, aber es ist komplizierter als alles, was ich bisher gebacken habe. Ich habe was über den Autor gelesen. Ein bekannter Chefkoch in Butzel-Bärenstadt. Ich bin sicher, wenn du dich an seine Anweisungen hältst, wird alles gut. Vorheizen auf 190 Grad. Erledigt. Eieruhr auf 25 Minuten stellen. Erledigt. Huh? Oh, was ist denn da los?
Hey, Emily, was ist das? Keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit dem Ofen nicht. Was war das? Mein Muffin-Rezept? Wenn das Muffins sind, würde ich gerne sehen, was passiert, wenn du einen Kuchen bäckst. Danke, dass ihr mir beim Saubermachen helft. Wenn jemand in Bitzi-Bärchenhausen Hilfe braucht, sind wir alle dabei. Ganz genau. Klar, kein Problem. Wir helfen gern. So machen wir das in unserer bärig-winzigen Stadt. Das ist das Eigenartigste, das ich je gesehen habe. Und du hast dich wirklich an das Rezept gehalten? Ich denke schon. Tja, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass du an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht hast. Es muss wohl so sein. Aber ich war sicher, dass alles richtig gewesen ist. Ich versuche es einfach nochmal. Und diesmal bin ich... Nein, die Pflanzen, die gerade in meinem Garten wachsen und die ich versuche zu beschreiben, sehen kein bisschen aus wie Gänseblümchen. Okay, dann fasse ich das mal zusammen. Sie sagen lange Blätter. Ja, lange Blätter. Sie biegen sich irgendwie nach unten wie bei Maisstängeln. Ganz genau, wie bei Maisstängeln. Und Sie sagen lange Dinger, die ein bisschen wie Maiskolben aussehen. Nein, sie sehen genau wie Maiskolben aus. Ich habe hier ein Foto von einer großen Maispflanze vor mir. Aus der offiziellen Enzyklopädie für Blumenfarmerzeugnisse und... Naja, ich kenne mich mit Mais nicht so aus, außer wenn ich Popcorn machen will. Aber pass auf, wenn du klein bist, die Dinger platzen mit einem Knall auf. Aber hier bei Magische Gänseblümchen, wo Gänseblümchen unser Geschäft sind und unser Motto Große Blumen für kleine Gärten lautet, nehmt ihr stark an, dass das, was in deinem Garten wächst, Mais ist. Aber wie ist das möglich, wenn ich ihre Gänseblümchensamen ausgesät habe? Genau das ist das Mysterium. Und ich muss Ihnen leider sagen, dass wir da überfragt sind. Oh, nein! Vor allem, weil bei Magische Gänseblümchen kein Mais verkauft wird. Bestimmt nicht, aber es wird bald soweit sein. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Wir arbeiten an einem schnell wachsenden, übergroßen Mais für ein immer poppiges Popcorn. Wow, was für ein Knall, wenn die Maiskörner aufplatzen. Das geht ab wie ein Feuerwerk. Sobald wir herausgefunden haben, wie wir den Knall verhindern können, bringen wir ihn auf den Markt. Das wird die Antwort auf Ihr Mysterium sein. Ist das so? Yep. Ein paar der experimentellen Maissamen müssen in eine unserer Gänseblümchenverpackungen gekommen sein. Und die hast du gekauft. Oh nein! Es tut uns allen sehr leid, was passiert ist. Wir schicken Ihnen einen Jahresvorrat von unseren Gänseblümchensamen als Wiedergutmachung von Magische Gänseblümchen, wo Gänseblümchen unser Geschäft sind und unser Motto Große Blumen für kleine Gärten ist. Dann vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gute Nacht. Oh nein! Los! Hey, was geht hier vor? Wo sind wir? Wir sind in einer Art Höhle gelandet. Hey, was ist das? Rauch? Nein, es sieht aus wie Dampf. Vermutlich sowas wie eine unterirdische Thermalquelle. Wir sind hier unten! Hey, Leute! Hier sind wir! Hilfe! Oh, ich hoffe, Sie können uns hören. Kommt schon, Sie sind in die Richtung gerollt. Was denkst du, wie lange wir schon hier sind? Seit Stunden. Aber wenigstens können wir uns an diesem Dampf wärmen. Ich kriege Hunger. Ja, ich auch. Ich wünschte, ich hätte eine Idee, wie wir hier wieder rauskommen. Ich habe über so etwas noch in keinem meiner Bücher gelesen. Uns fällt schon was ein. Wir improvisieren. Was wir brauchen, ist eine Leiter. So blöd, dass wir nur einen Maiskolben haben. Warte, was hast du gesagt? Improvisieren. Das ist es. Hey! Eine Maiskolbenleiter! Ja! Ja.
Dampf von der Quelle macht ihn zu rutschig. Wenn die Quelle doch nur aufhören würde zu dampfen. Jetzt habe ich richtig Hunger. Ich frage mich, wie rohe Maiskörner schmecken. Warte, wieso denn rohe? Weil es hier keine Küche gibt, in der wir ihn kochen könnten. Wir nutzen die Thermalquelle. Wir erhitzen den Mais, bis er aufplatzt. Und dann können wir ihn essen. Gut mitgedacht, Emily. Schon überall nachgesehen. Es ist, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Das kann doch gar nicht sein. Dann sollten wir vielleicht gerade danach sehen, wo es keinen Sinn ergibt. Wie in der entgegengesetzten Richtung von da, wo wir sie zuletzt gesehen haben? Warum nicht? Vorsichtig. Langsam, langsam. Sch, Zitronella, du machst sie nervös. Keine Sorge, ich bin schon nervös. Das geht in die Geschichte ein. Der erste Regenbogensmoothie der Welt. Gleich ist er fertig. Das hast du toll gemacht, Emily. Wartet. Irgendwas fehlt. Ich habe meinen bärig liebsten Geschmack vergessen. Erdbeere. Okay, schnell, schnell. Der Erdbeersmoothie muss schnell gehen. Was? Das müsste doch Erdbeere sein. Zitrone? Wieso kommt da Zitrone raus? Ist das nicht der Orangenzapfhahn? Das ist Orangengeschmack, aber die Farbe ist falsch. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Geschmack? Kiwi? Melone? Spinat? Oh, oh, ich war zu langsam. Seht nur. Oh, nein. Das war's. Schade. Was wohl mit diesen Zapfhähnen los ist? Vielleicht stimmt etwas auf der Bärchenfarm nicht. Wow, was ist das? Unglaublich! Fantastisch! Toll! Hallo, Emily! Prinzessin Bärchen, wer ist dafür verantwortlich? Oh. Er. Wo kann er nur sein? Seht mal, er ist da drüben! Schnappt ihn euch! Er verändert hier von allem die Farbe? Oh ja, allerdings. Er ist zwar winzig, aber seine bärigen Funken sind die besten. Hi! Hi. Aber ich dachte, eure bärigen Funken wirken nur bei Bären. Seine Funken wirken einfach bei allem. Wir haben so etwas bisher noch nie gesehen. Aha! Ups. Dankeschön. Gern geschehen. Los, geht her! So, schnell machen wir mal jetzt. Da vorne ist er! Jetzt wird er schon wieder da. Los, ja! Das Problem ist, die Bärenernte ist doch schon am nächsten Tag. Wenn er morgen auch noch einfach tut, was er mag, könnte es passieren. Oh, es ist so schrecklich, dass ich es nicht sag. Oh. Uh-oh. Genau wie im Café. Oh nein, keiner wird erkennen, welcher Saft was für einen Geschmack hat. Was wäre, wenn ich für einen Tag Babybärchen zitten würde?
Das wäre wirklich eine große Hilfe, dann wäre die Ernte gerettet. Aber denke bitte nicht, das wäre unbedingt deine Pflicht. Ich mache es gern, Prinzessin Bärchen. Ja! Gute Idee. Er ist so süß. Das wird lustig. Wir werden alle auf ihn aufpassen. Falls wir ihn einfangen können. Ich wäre euch ja so dankbar. Es ist mir ein Vergnügen. Die Aufgabe ist doch wie für uns geschaffen. Wie ist der Plan? Rennen wir ihm so lange hinterher, bis er müde wird und einschläft? Wir rufen... Hier gibt's Eis und schnappen ihn, wenn er sich eins holt? Hm. Aufteilen und umzingeln. Ja! Yeah! Hier drüben! Ich bin sicher, ich habe ihn hier irgendwo gehört. Ich auch. Wo kann er nur sein? Ist einfach zu schlau für uns. Du hast ja so recht. Hä? Oh ja, ich denke, wir machen uns lieber auf den Weg. Hä? Nach Hause. Genau, auf den Weg nach Hause. Da werden wir hingehen, genau jetzt. Wartet. Seht euch diese Beere an. Ihre Farbe ist ja ganz falsch. Ja, stimmt. Das ist sie tatsächlich. Ich finde, sie sollte... Blaubeerblau sein. Du hast ja so Unrecht. Orange ist viel schöner. Zitronengelb, die mag ich am liebsten. Pflaumenlila. Himbeer. Blau. Orange. Gelb. Blau. Orange. Erdbeer. Oh, wie schön. Toll. Mir gefällt sie. Hallo, du süßes Babybärchen. Mein Name ist Emily Erdbeer und weißt du was? Erdbeerrot ist meine Lieblingsfarbe. Meine auch! Emily mit mir spielen! Emily mit mir spielen! Ist das süß! Das hört sich lustig an. Aber sollten wir nicht die Prinzessin fragen, ob es okay ist? Fragen? Aha. Das bedeutet, dass du jemanden fragst, was er von dem hält, was du gern machen möchtest. Hm? Ich finde, dass es okay wäre. Babybärchen lernt vielleicht noch dies und das, wenn ich ihn mit dir den Tag verbringen lass. Tag mit Emily! Tag mit Emily! Also, na gut. Und was sagst du dann zu Emily? Dankeschön, Emily! Das mache ich bärig, bärig gerne für dich. Was denkst du, Himbeertörtchen? Ich finde ihn toll. Die Farbe steht dir gut. Ich finde ihn auch toll, aber der andere ist genauso bärig schön. Willst du ihn noch mal aufsetzen? Ja, bitte. Stopp! Oh, komm wieder hierher! Warte auf Emily! Na, was denkst du? Also den hier finde ich auch sehr gut, aber... Aber ich wünschte, ich könnte dir noch viel mehr Farben zeigen, Bonnie. Okay. Babybärchen? Ja, Emily? Du musst immer erst fragen, bevor du die Farbe von den Sachen veränderst. Wieso? Das beißt sich aber. Naja, zum Beispiel,
Wie findest du, sieht die Farbe der Mütze zu meinem Outfit aus? Sehr schön! Auweia, er wird nie eine Zukunft im Modedesign haben. Wie kann man jemandem, der so jung ist, klar machen, dass alles, was man tut, sich auf andere auswirkt? Da ist er ja! Er war es! Oh, und ich war so nah dran, die Runde zu gewinnen. Auf meinem Minigolfplatz. Ja, das ist es. Ihr Minigolfplatz. Dürfen wir mit Babybärchen da spielen gehen? Ja! Aber, er verändert die Farben der Bälle und man kann nicht mehr spielen. Ganz genau. Gehen wir. Oh, aber... Vertrauen Sie mir, Herr Raupelius. Es wird funktionieren. Sie erweisen unserem kleinen Ort einen bärig großen Gefallen. Das sieht super aus. Entschuldige, Zitronella. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, ist schon okay. Es war sowieso nicht rekordverdächtig. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Sogar Zehennägel super schnell zu lackieren. Und hat das funktioniert? Oh, dann entscheide dich schnell. Du hast noch Zeit bis übermorgen. Dann kommt nämlich der Preisrichter. Bitte Mirma Rolf zu Fell und Dolpert Schnut. Der Weltrekord im Überkopflesen wird schon mal nicht gebrochen. Ich kann einfach nicht so lange auf dem Kopf stehen. Tut mir leid. Wenigstens hast du es versucht. Na, macht Spaß? Versuch du mal zu tanzen, während du auf den Händen läufst. Hm? Oh, zeig mal. Ich glaube, ich kann es nicht. Ich übe das jetzt schon seit Stunden. Aber okay, ich mach's. Das ist unglaublich gut. Jetzt ist mir schlecht. Oh, wie schlecht. Oh nein. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Oh, dieses Mal warst du langsamer als vorher. Ich glaube nicht, dass ich beim Rückwärtslesen irgendeinen Rekord brechen kann. Ach, Bonnie, wir sind zwar kleine Personen, aber ich weiß, dass wir große Taten vollbringen können. Okay. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Heute ist der große Tag. Bist du bereit? Du siehst aus wie das weltgrößte Soufflé. Ist es gut? Nein, das ist großartig. Da ist der Preisrichter. Oh Mann. Hallo, Orangella. Oh, hallo, Boris Bücherwurm. Na, immer auf den Beinen, auf dem Popo-Stick. Nun ja, ja. Dann lass ich dich mal weiter hüpfen. Bis später. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. Puh. Oh. Immer noch nicht schnell genug für den Weltrekord. Schneller, schneller! Der Preisrichter ist fast da! In einer Eiche lebte eine weiße Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Ein Glück, dass Sie da sind, Dr. Knuspernuss. Zuerst war es nur Fräulein Fläumeli, aber dann hat es sich anscheinend ausgebreitet. Oh. Ich persönlich habe so etwas noch nie gesehen. Sie sollten unbedingt Prinzessin Bärchen informieren. Wer weiß, wer sich noch alles damit ansteckt. Tragisch und so traurig. Was können wir dagegen tun? Ich muss mir die anderen Patienten anschauen. Der Preisrichter ist nur noch ein paar Meter entfernt. Mach's noch fluffiger. Fräulein
Nein, Citronella, sind Sie zu Hause? Oh, bin gleich da. Oh nein, Moment. Ich bin mir sicher, ich kann es so fluffig hinkriegen, wie es war. Oder noch fluffiger. Fräulein Citronella, sie muss auch noch zu den anderen Mädchen gehen. Oh, Sie haben ja recht. Das wäre nicht fair. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hi. Und, wie finden Sie es? Ich finde, du solltest damit aufhören, Fleumeli. Oh Mann, mir wird einfach zu schnell schwindelig. Schwindelgefühl. Aber warten Sie nur, bis Sie Himbeertörtchen sehen. Wir sind schon unterwegs. Nun, mein Kind, ich denke, du solltest dich nicht so überanstrengen. Oh nein, Sie erkennen also auf den ersten Blick, dass es nicht genug Nähte hat? Oh! Ups, okay, aber Ihnen wird bestimmt gefallen, was Emily macht. Ja, ich bin mir sicher, das wird es. Ich befürchte, das geht über meine medizinischen Kenntnisse hinaus. Das ist noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich muss einen Spezialisten benachrichtigen. Wer weiß, wer sich damit noch alles anstecken wird. Ah! Entdeckung! Zu spät. Sie konnten gar nicht nachmessen. Ich werde deine Temperatur messen. So etwas habe ich noch nie gesehen in der ganzen Zeit, seit ich Doktor bin. Doktor? Doktor Heller Knuspernuss. Jetzt streck deine Zunge raus, sag ah, und erzähl mir, wieso du Früchte gestapelt hast. Na, um einen Weltrekord zu brechen und den Wettbewerb zu gewinnen. Sie glaubt, sie befindet sich in einem Wettbewerb. Aber wir sind in einem Wettbewerb. Wir alle. Sind Sie nicht der Preisrichter? Ich bin Ärztin. Herr Ropelius hat mich angerufen, damit ich euch helfen kann, weil ihr krank seid. Aber wir sind nicht krank. Bitte, Sie können Ihr merkwürdiges Verhalten nicht bestreiten. Hüpfen und drehen und Dosen stapeln und ratschlagen. Wir wollten Orangella dabei helfen, eine Reise für dich zu gewinnen. Eine Reise? Für mich? Wenn wir einen Bitzi-Bärchen-Weltrekord brechen, gewinnen wir beim Reisemagazin eine Urlaubsreise. Und die wollten wir dir schenken. Oh, oh je, das ist zauberhaft. Ich kann es nicht glauben. Aber wir haben versagt. Nein, wir haben nicht versagt. Orangella, du hast Verantwortung übernommen und uns alle motiviert, über uns hinauszuwachsen. Höher, schneller, weiter, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Auch wenn keine von uns einen Weltrekord gebrochen hat. Oh, aber eine von euch hat tatsächlich einen Weltrekord gebrochen. Ach, wirklich? Woher weißt du das? Ich bin der Preisrichter des Reisemagazins. Du? Boris Bücherwurm? Ja, wir Preisrichter sind einfach überall. Mädels, es ist echt anstrengend, mit euch mitzuhalten. Mein Dosenstapel? Haben wir damit den Rekord gebrochen? Nein, deine Sprünge mit dem Pogo-Stick. Ich habe mitgezählt, seit ich dich damit gesehen habe. Und sieh her, dein Hüpfometer bestätigt es. Du hast 10 Sprünge an einem Stück mehr als der vorherige Rekordhalter. Ja! Herzlichen Glückwunsch, Herr Bärchen. Die Mädels haben eine Traumreise für dich gewonnen, wo immer du auch hin willst. Mir fehlen die Worte. Ich bin so erleichtert, dass sie nicht diese Krackelwackele... Wie nochmal? Krackelwackelzappelitis. Hier steht's in meinem medizinischen Buch. Krackel was? Oh, Herr Ropelius, das ist kein medizinisches Buch, sondern ein Witzbuch. Bitte was? Ja, das ist ein Witzbuch mit erfundenen komischen Krankheiten und Wehwehchen. Das ist ja... Das tut mir leid, da habe ich mich wohl lächerlich gemacht. Keine Sorge, Herr Ropelius, es ist ja alles gut gegangen. Und da mein Früchteturm auf dem Boden liegt, möchte ich euch alle zu mir einladen, Herrn Bärchens Urlaub zu feiern mit einer riesengroßen Portion Erdbeersoufflé.